So, wir sind am Hauptkampf des heutigen Abends angekommen. Firat Aslan gegen Jackson Dos Santos. Der Ringsprecher hat alles gesagt, was es, oder nein, nicht alles, aber... Aslan gegen Hernandez. Entschuldigung, gegen Santos. Dos Santos. 10 Runden Kruisergewicht. Ringfrei für Round 1. So, ich wollte noch zu Ende führen. Der Ringsprecher hat vieles über Firat Aslan gesagt. Natürlich nicht alles, aber das deutet schon an, was für ein hochkarätiger Kämpfer das ist. Jackson Dos Santos hat hier einen wahren Krieger, einen wahren Champion vor sich. Selber natürlich auch ein sehr, sehr starker Kämpfer. Aber Firat Aslan ist nochmal eine Klasse für sich. Und das Ganze noch im Alter von 52. Das muss man immer wieder erwähnt haben, weil man sonst optisch nicht wirklich wahrnimmt, dass dieser Mann tatsächlich schon über ein halbes Jahrhundert alt ist und fast sein ganzes Leben lang im Ring ist. Also das ist schon eine beachtliche Leistung. So, wir konzentrieren uns auf den Kampf. Firat Aslan, wie gewohnt, Doppeldeckung. In der ersten Runde ruht er sich erstmal ein bisschen aus, schaut sich das Ganze an. Hin und wieder mal anklopfen mit der Führhand. Okay, hier jetzt mit der Schlaghand. Aber das ist so das Bild, was wir von Firat Aslan kennen. Physischen Druck aufbauen, macht dem Gegner den Ring klein. Starke Deckungsarbeit von Aslan, auch hier die trockene Linke. Das bekannte, altbekannte, bewährte Rezept für den Gegner in der anderen Auslage. Versuch eines Körpertreffers von Dos Santos. Brasilianer dafür bekannt, dass sie starke Fighter sind. In vielen Bereichen der Kampfkunst, unter anderem auch im Boxen. Starker Körpertreffer. Ja, guter Körpertreffer von Aslan. Eine kurze Linke direkt zur Leber. Stark gemacht. So auch seinerzeit hier gegen Gisner Perdomo. Auch die selbe Vorgehensweise. Mittlerweile der dritte Einsatz dieses Jahr für Firat Aslan. Also nach wie vor routiniert, den Körper nach wie vor aktiv gehalten. Schneidet den Brasilianer den Weg hier gut ab, stellt ihn sich hier in der Ecke zurecht. Aber das gefällt mir natürlich auch hier wieder sehr gut an Firat Aslan. Trotz dieses Niederschlages überhastet er nichts. Ein anderer Boxer, vielleicht ein unerfahrener Boxer, würde vielleicht direkt nochmal nachsetzen. Aslan sagt, ich habe 10 Runden Zeit. Und Aslan geht 10 Runden, wenn es sein muss. Und das konditionell ohne Probleme. Starke Runde, starker Auftakt von Firat Aslan. Gute erste Runde. Lässt die Führhand laufen, versucht sich Aslan hier deutlich vom Körper zu halten. Gute Linke zum Kopf. Das hat er schlau gemacht für Aslan. Zwei zum Körper,
die Deckung ein bisschen runtergezogen und hat den Kopf freigemacht und die linke drüber gelegt. Baut hier guten Druck auf. Ja, und Dos Santos muss sich bewegen. Der darf hier nicht stehen. Oh. Da ist Aslan ausgerutscht, das war nichts. Ja, in der Distanz gefällt mir Dos Santos nicht wirklich gut. Hier ist er auch stark gefährdet, in diese kurze Knacken in den Hände von Firat Aslan hineinzulaufen. Gute Doublette. Und hier geht Dos Santos das zweite Mal in diesem Kampf runter, in der zweiten Runde. Ob er aufstehen wird bei 8, das ist hier die Frage. Wir sind bei 6, wir sind bei 7, Dos Santos steht. Aber wer schon mal einen Leberhaken bekommen hat, der weiß, dass man sich davon nicht wirklich schnell erholt. Aber auch hier, Aslan ist sehr bedacht. Und jetzt hat der Ringrichter nachsehen. Starke Leistung von Firat Aslan gegen einen chancenlosen Jackson Dos Santos. Faire Geste vom Hausherrn. Und wir warten auf das offizielle Urteil. Glückwunsch an Firat Aslan und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.